Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18. Es ist meine erste FIFA 18 Challenge Folge und ich probiere mit Hertha BSC den DFB-Pokal zu gewinnen. Unser erster Gegner ist Bayer 04 Leverkusen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem kommentierten Gameplay. Herzlich willkommen zum ersten DFB-Pokalspiel. Berlin empfängt Leverkusen, Hertha BSC gegen Bayer 04. Ja, besser und spannender kann es eigentlich gar nicht in der zweiten Runde des DFB-Pokals angehen. Hertha BSC hat Anstoß. Und wir schalten gleich mal in die fünfte Minute. Hertha BSC mit schnellem Kurzpassspiel unterwegs und das ist Esswein, der probiert's gleich mal mit einem gestreckten Bein. Knappe Sache. Leno kommt raus, aber wäre der Ball drin gewesen, hätte er auch nichts mehr verhindern können. Wir gehen in die achte Spielminute hinein. Leverkusen mit einem kurzen Pass und dann ist das Brandt. Ja, nee, Memedi, Entschuldigung, Memedi, der da aus der Ferne abzieht. Dann der Freistoß, getreten von Volland Richtung Tah, jetzt ist Julian Brandt am Ball. 1-0 Leverkusen nach 12 Minuten. Durch Lars Bender. Der Kapitän höchstpersönlich trifft zum 1-0. Klasse Chance. Doch Hertha ist geschockt von diesen 1-0. Julian Brandt mit der Flanke. Und der Lattenkracher. Memedi war das. Langer Ball auf Lecky jetzt am Ball, Esswein schickt Ibisevic und Ibisevic hat jetzt viel Platz für Ibisevic und der sieht da Lecky, scheitert an Leno. Die Ecke danach brachte übrigens Hertha BSC nichts ein. Klasse Schuss, klasse Reaktion von Leno, naja, bisschen zu auf den Mann gerichtet der Ball. Das ist Ibisevic, der sich da stark den Ball wiederholt auf Darida, der sieht Kalou und dann ist da Lecky! 1-1! 43. Spielminute. Hertha investiert in den letzten 10 Minuten mehr nach vorne und schießt dadurch das 1 zu 1. So, die letzten Minuten der ersten Hälfte laufen. Kurzer Pass, aber den holt sich gleich Brandt wieder. Julian Brandt, was für ein Klasse-Treffer! Aus 11 Metern! Das war ein halber Lüpfer und ein halber Schuss, würde ich sagen. Klasse Vollstreck von Julian Brandt. Ja, Stein kann da nichts parieren. Und wir gehen rüber in die zweite Halbzeit. Die 54. Spielminute. Hertha BSC im Ball. Und das ist. Leno kann normal dazwischen gehen. Ja, das ist übrigens eine typische Szene der zweiten Halbzeit. Ja, die Spieler behindern sich gegenseitig, aber es kam nicht wirklich was zustande. Die letzten Minuten der zweiten Halbzeit laufen. Die zweite Halbzeit wurde eher ein langweiliges Spiel, eher im Mittelfeld. Jetzt gibt es nochmal eine Ecke für Leverkusen. Man merkt schon an der Reaktion von Jahrstein, dass da nicht gerade alles rund läuft in der Hintermannschaft von Hertha. Aber auch vorne bei Leverkusen keine Gefahr. Aber vielleicht jetzt. Nein, Hertha kann erstmal klären. Vielleicht nochmal der letzte Konter hier zum 2-2. Aber Hertha verliert zu leichtsinnig den Ball und Leverkusen kommt stattdessen nochmal. Das ist Kießling. Aus rund 10 Metern schießt er am Tor vorbei. Das hätte die Vorentscheidung sein können. So, hier Stein jetzt nochmal mit einem langen Ball. Plattenhardt verliert den Ball gegen Volland. Wieder viel zu leichtsinnig, viel zu. Aber schön wiedergeholt. Plattenhardt jetzt mal auf Duda, der für Kalou eingewechselt wurde. Und dann ist Schluss. Hertha verliert 2 zu 1 und ist damit aus dem DFB-Pokal raus. Und ja, das heißt, es wird wohl eine neue Saison geben. Ja, hier sind nochmal die anderen Ergebnisse. Bayern Mainz 0-0, Bochum, Augsburg 1-1, Hannover, Freiburg 0-0, Kaiserslautern
und der Rest 0:0. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Wie gesagt, die Season wird neu gestartet. Und mal schauen, ob ich es beim zweiten Anlauf vielleicht schaffen kann. Ja, wenn es euch gefällt, würde mich wie gesagt freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und vor allem, wenn du neu auf meinem Channel bist, kannst du mich gerne abonnieren. Ich bin der Sekin Rasko und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss mit Ö.